Ich habe abgespeichert, sobald er da ist, will ich was probieren. Also wir gehen jetzt mal zur Bibliothek. Und sobald er da ist, probiere ich mal aus, ob ich ihn mit der MP etwas stunnen kann. Beziehungsweise ich werde mit der MP, glaube ich, die Zombies in der Bibliothek, die mich nerven, kurz beseitigen. Mal schauen. So, ist er jetzt gleich wieder in der Bibliothek? Mit meinem Glück wahrscheinlich schon. Hi. Beziehungsweise ich könnte ihn ja auch sonst. Glaube jetzt da, ne? Ihr riskiert jetzt trotzdem. Aber jetzt. So, jetzt werde ich gleich mal den Erste-Hilfe-Spray nehmen. Okay, ich glaube, er kommt gerade die Treppe hoch. So, und jetzt ab zur Eingangshalle. Ich will mich da gar nicht so umsehen jetzt. Sondern ich will gleich weitergehen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich dieses Ding hier umbringen können. So, und ausrüsten durch wieder die Pistole. Hi. So. Was haben wir da? Getriebe. Ach fuck, da brauche ich jetzt die... da brauche ich das... Zahnrad, das ich jetzt nicht mit habe. Da wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht weitergehen, sondern da... Schießpulver groß. Oh, cool. Doppelte Munition. Okay, cool. Aber sonst ist da nichts. Okay. Okay, ich glaube, ich laufe schon gleich wieder zurück und speichere ab. Und nehme dann das Zahnrad mit. Ah, wir könnten jetzt aber da auch wieder zurück, schau. Das machen wir jetzt auch. Ah, okay. So. Okay, ich kann nur... Warte mal, da brauchen wir Getriebe. Wir brauchen zwei Getriebe. Nicht sagen, wir brauchen zwei Getriebe. Wo kriegen wir das zweite her? Okay, wie auch immer. Hi. So. Ich hoffe, wir kommen da jetzt durch, aber eigentlich sollten wir da durchkommen. Ja. Sehr nice, so. Vielleicht dadurch. Und so leid es mir tut, aber ich muss dann gleich wieder abspeichern. So. Gut. Einmal dadurch, genau. Da sollten wir auch safe sein. Ja. Da sollten wir theoretisch safe sein. Jetzt packe ich mal eine Kiste in der Zwischenzeit. Und ich nehme mit. Ich nehme das jetzt mal mit. Das große Zahnrad nehme ich auch mal mit. So. Und was machen wir als. Haben wir. Wenn wir. Okay. Ah, genau, da fanden wir noch. Da brauchen wir noch einen Schaltkreis, Kurbelvertiefung. Aber es sieht ja so aus, wie wenn wir zwei Zahnräder brauchen. Haben wir da, was haben wir da? Eine Gürteltasche, okay. Pistolenmunition, nee. Hm. Na gut, wir können auf jeden Fall mal das erste.
die erste Zahnrad einsetzen. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Theoretisch müssten wir ihm jetzt gleich in die Arme laufen. Ich riskiere es jetzt, weil es eh egal ist, wenn wir gespeichert haben. Aber vielleicht auch nicht. Okay. Keine Ahnung, wo er gerade ist. Aber ich nutze kurz die Zeit. Wo ist denn? Ist der unten irgendwo? Womöglich ist er gerade ein Stück tiefer, das würde ich sehr begrüßen. Oder? Da irgendwo. Ist so wurscht. So. Ah, was haben wir da? Da haben wir noch eine Akte. Reparaturplan. Ort Polizeistation westlicher Uhrturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Okay. Gut, dann setzen wir mal hier jetzt mal das erste Zahnrad ein. Dann setzen wir hier hinten mal das erste Zahnrad ein. So. Ah, okay, zumindest funktioniert das schon mal. Okay. Gehen wir mal darauf. So, was finden wir da noch? Da ist auf jeden Fall irgendetwas. Kommt der auch in diesen Raum? Weil der müsste ja eigentlich schon längst da sein. Oh, auch hier wünschte ich wieder, ich hätte das nie gesagt. Kann ich da drauf balancieren? Nee. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. So. Hm. Okay. Ah, das ist doch noch so ein Schaltkreis. Kleines Zahnrad. Ah. Ja, nice. Okay. Das könnten wir auch da dann wieder einsetzen wahrscheinlich. Dieses Ding wird dann wahrscheinlich gleich runterfallen. Ich höre ihn wieder etwas lauter. So. Setzen wir das ein. Und jetzt? Irgendetwas machen. Mhm. Okay. Zur Zeit. Weiß ich jetzt noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Oder was uns das jetzt gebracht hat, dass wir das aktiviert haben. Auf jeden Fall, da können wir jetzt nichts mehr machen. Okay. Ich denke auch nicht, dass wir das wieder mitnehmen können. Ah doch, da können wir wieder mitnehmen. Ah, es ist das hier offen, okay. Aber noch bringt uns das nichts. Können wir vielleicht das große Zahnrad erst oben einsetzen? Das hier. Ja, okay, sehr gut. Oh.
Ja, sehr gut. Am liebsten wäre mir gewesen. Ja, aber am liebsten wäre mir gewesen, dass der Typ da drunter gestanden wäre. Und das hat sicher jetzt eine Menge Lärm gemacht. Und die Schritte werden lauter. Okay. Wir nehmen das gleich mit. Untersuchen das gleich und machen das auch gleich auf. Wo war das zum Öffnen da? Ein kleines Elektronikteil. Okay. So und theoretisch. Komm nicht zum Schluss, okay. Theoretisch können wir ja jetzt die Schlüsselkarte fürs Garagentor bekommen und abhauen. Dies bedeutet aber, dass wir jetzt hier alles noch einsammeln müssen. Okay, das heißt, eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt mal da durch. Nehmen das mal mit. Und haben hier mal einen blauen Raum. Kombinationsschloss, okay. Ah, da war, glaube ich, der Kasten, oder? Genau, 3F, ja. Gut. Das bedeutet jetzt für uns... Ah, da unten ist er. Okay, da unten kann er bleiben. So, okay. Was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal wieder nach unten. Okay, der ist gerade durch diese Tür gegangen. Am liebsten würde ich erstmal wieder abspeichern. Ich glaube, das machen wir jetzt auch gleich. So, genau, wir speichern ab. Aber es gibt ja noch, wir müssten natürlich noch eine Kurbel finden. Für dieses Tor hier, die haben wir auch noch nicht gefunden. Und müssten wir auch nicht noch irgendwie ins Dings kommen, in den Heizungskeller und in den Heizungsraum. Na, ja, mal schauen. So. Das packen wir mal hier hinein. Den Rest nehmen wir wieder mit und speichern ab. Wieder mal. So. Dann würde ich tatsächlich als nächstes jetzt einmal da lang gehen. Genau, das machen wir jetzt als nächstes. Und holen uns die Schlüsselkarte. So. Das setzen wir da ein. Oh, und ein Rätsel, okay. Drehen, okay. So. Das passt schon mal nicht. Okay, jetzt muss das hier. Okay, wir müssen irgendwie die Drähte verknüpfen. Hat man das? Okay, das geht nur so. So, das geht auch nur so. Das kann eigentlich auch nur so sein. Hier könnten wir... Nee, das kann auch nur so sein. Das ist so, das ist so, das ist so. Jetzt haben wir es, genau. Passt. Gut. Huch, Telefon. Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire.
Wir haben noch eine Rechnung offen.